Hören Sie jetzt, aus Wunden können Wunder werden, von und mit Michael Leberle. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Sendung Aus Wunden können Wunder werden. Orientierung und Unterstützung für Erwachsene, die ihre Eltern zu früh verloren haben. Beim letzten Mal ging es um die Folgen, die der Verlust eines Elternteils als Kind oder Jugendlicher mit sich bringt. Jetzt möchte ich Ihnen diese Frage stellen. Sind wir diesen doch erheblichen Folgen hilflos ausgeliefert? Vielleicht können Sie selbst erstmal eine Antwort auf diese Frage finden. Es gibt ja doch ganz verschiedene Meinungen dazu, die von dem einen Extrem, ich kann ja doch nichts machen, bis zum anderen Extrem, die Lösung ist kein Problem, Wunder sind jederzeit möglich gehen. Meine Meinung nach dazu möchte ich in einem Satz zum Ausdruck bringen. Dieser Satz lautet so: Das Leid, das Problem, trägt bereits die Lösung in sich. Doch wie diese Lösung geschieht, das ist höchst unterschiedlich. Meist ist es ein Prozess. Ganz selten geschieht von jetzt auf gleich ein Wunder, durch das alles gelöst ist. In dem Lösungs- bzw. Heilungsprozess gibt es natürlich schon immer wieder wichtige Momente und Zeiten, in denen Wesentliches passiert. Das kann zum Beispiel während des Trauerprozesses sein, das kann in einer Therapiesitzung sein, das kann in der Stille, in der Natur geschehen oder das kann auch in einer Begegnung sein. Mit dieser Sendung möchte ich dazu beitragen, dass es besser gelingt, mit dem Verlust umzugehen, dass es den betroffenen Menschen gelingt, den Verlust so gut wie möglich zu lösen. Der Verlust eines Elternteils wird einen Menschen immer begleiten. Ich will dabei helfen, dass der Verlust einen nicht bestimmt, sondern dass mit ihm und aus ihm neues Leben entstehen kann. Und wie geht's das? Ich gehe einfach Schritt für Schritt vor. Ich fange mit dem Ereignis selbst an. In dem Moment, in dem ein Elternteil stirbt, gibt es zwei wesentliche Punkte, zwei wesentliche Wirklichkeiten, die helfen, mit dem Verlust möglichst gut umzugehen. Diese zwei Wirklichkeiten sind die Liebe und die Wahrheit. Was meine ich mit Liebe? Das Kind oder der Jugendliche braucht seinem Alter entsprechend viel Liebe, zum Beispiel Zuwendung. Diese Liebe hat verschiedene Ausdrucksformen. Das sind zum Beispiel liebevolle Gesten, eine Umarmung, das sind gute Worte und das ist oft einfach das Dasein. Das liebevolle Dasein für das Kind. Da muss man oft gar nicht so viel machen, sondern einfach, dass das Kind weiß und erfährt, da ist jetzt jemand für mich da. Und dann gilt es natürlich auch aufmerksam zu sein für das, was das Kind braucht. Um das herauszufinden, ist es natürlich gut, einfach zu fragen. Ne? Auch Kinder sind schon in der Lage, ihre Bedürfnisse zu äußern
Und mit der Zeit entwickelt sich dann auch ein Gespür, eben auch zu erkennen, was dem Kind wirklich gut tut. Und wer kann diese Liebe geben? Je nach Alter des Kindes können das die Großeltern, andere Verwandte, Freunde, Bekannte sein. Wenn sie also erfahren, dass ein Kind ein Elternteil verloren hat, seien sie bitte aufmerksam, inwieweit sie für dieses Kind da sein können. Oder inwieweit sie auch für die Personen da sein können, eben zum Beispiel für den Ehepartner, eben der seinen Partner verloren hat, für den da zu sein, dass er auch dann wieder mehr für sein Kind oder für seine Kinder da sein kann. Die zweite Wirklichkeit ist die Wahrheit. Mittlerweile ist es vermutlich allgemein bekannt, dass es wichtig ist, Kindern ihrem Alter gemäß, in ihrer Sprache, die Wahrheit möglichst zeitnah zu sagen. Das betrifft sowohl die Krankheit als auch den Tod eines Elternteils. Ich habe vor kurzem einen bewegenden Film mit dem Titel Damit du weißt, wer ich war, gesehen. In diesem Film wird die Geschichte von einer Familie erzählt. Der Vater der Familie, Andrea Bizzotto, stirbt an Krebs. Seine Tochter ist gerade 2 Jahre alt. Die Mutter erzählt in dem Film, dass es ihr wichtig war, dass ihre Tochter ihren verstorbenen Vater sieht, dass sie sieht, dass er sich nicht mehr bewegt. Und die Mutter hat der Tochter gesagt, dass ihr Vater jetzt auf einen Stand fliegt. Das hatte sie so vorher mit ihrem Mann besprochen. Und so kommt es jetzt immer wieder vor, dass das Kind am Abend in den Himmel schaut, um zu sehen, ob ein Stern zu sehen ist und so die Verbindung zu ihrem Vater weiterleben kann. Das finde ich ein gutes Beispiel, wie es möglich ist, einem Kind die Wahrheit, die Realität mitzuteilen und auch erfahrbar werden zu lassen. Der Vater des Kindes hat übrigens seiner Tochter bis zu ihrem 19. Geburtstag für jedes Jahr einen Geburtstagsbrief geschrieben. So bekommt jetzt dieses Kind jedes Jahr zu ihrem Geburtstag einen Brief von ihrem Vater, auch wenn dieser schon tot ist. Außerdem hat er seine Lebensgeschichte aufgeschrieben, damit seine Tochter später lesen kann, wer und wie ihr Vater war. Dieses Buch wollte der Vater eigentlich nur für seine Familie schreiben. Doch dann ist ein italienischer Verlag darauf aufmerksam geworden und das Buch ist noch vor dem Tod von Andrea Bizzotto veröffentlicht worden. Mittlerweile wird es sogar an Schulen in Italien eingesetzt, weil es ein wunderbares Beispiel ist, wie mit dem Tod umgegangen werden kann. Dieses Buch gibt mir jetzt schon die Überleitung zu dem, was allen Erwachsenen helfen kann, die als Kind ihre Mutter oder ihren Vater verloren haben. Und eine Hilfe ist in der Tat, das Geschehene aufzuschreiben. Natürlich liegt das nicht jeder und jedem im gleichen Maße. Doch es ist eine gute Möglichkeit für alle, die gerne schreiben oder die es auch lernen möchten. Und warum kann das Schreiben von dem, was geschehen ist, helfen? Gerade weil es etwas Schwerwiegendes ist es leider oft so, dass die Verlusterfahrung verdrängt wird. Und wird einfach so getan, als ob jetzt nichts groß geschehen wäre. Damit werden jedoch auch die damit zusammenhängenden Gefühle verdrängt. Doch wenn die Gefühle verdrängt bzw. unterdrückt werden,
dann können diese nicht fließen. Dann können sie sich weder lösen noch verwandeln. Und das Schreiben ist eben eine gute Gelegenheit, dass die Gefühle wieder ins Fließen kommen und sich verwandeln können. Außerdem dient das Schreiben, sich bewusster zu werden, was eigentlich geschehen ist, was wirklich geschehen ist. Es hilft auch, die Zusammenhänge klarer zu erkennen und es dient nicht zuletzt dazu, loszulassen, insbesondere negative Gefühle und Gedanken loszulassen. Letztendlich kann das Schreiben dabei helfen, eine Verbindung mit dem verstorbenen Elternteil zu finden, die stimmig und lebensfördernd ist. Ich habe angefangen, meine Lebensgeschichte insbesondere in Bezug auf den Tod meiner Mutter aufzuschreiben. Das hat mir wirklich sehr gut getan. Und es war auch ein besonderer Moment, als ich meine Geschichte meiner Frau vorgelesen habe. Es war wirklich schön, da ein offenes Ohr zu finden und ein offenes Herz. Natürlich dienen auch andere Möglichkeiten, den Tod eines Elternteils aktiv zum Ausdruck zu bringen und zu verarbeiten. Das kann zum Beispiel das Malen eines oder mehrerer Bilder sein, das Schnitzen eines Gegenstandes, das mit der verstorbenen Person in Zusammenhang gebracht wird, oder das Schreiben eines Gedichtes oder eines Liedes. Nur da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, je nach Talent eben entsprechend auch etwas aktiv zu tun. Und es gibt mittlerweile auch ein paar Lieder von bekannten Künstlern, die zu der Wirklichkeit des Todes Lieder gesungen haben. Das Lied von Andreas Gabalier mit dem Titel »Amor segma uns wieder«, auf Hochdeutsch »Einmal sehen wir uns wieder«, gefällt mir dabei besonders gut. An dieser Stelle komme ich jetzt zum ganz wichtigen Punkt. Es geht um die Trauer und darum, letztendlich den Verlust annehmen zu können und in sein Leben zu integrieren. Dieser Punkt würde es verdienen, sich eingehend damit zu befassen. Nicht umsonst sind darüber viele Bücher geschrieben worden. Ich möchte lediglich ein paar wichtige Punkte weitergeben, die aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung wichtig sind. Wie ich bereits im ersten Teil dieser dreiteiligen Sendung erzählt habe, konnte ich erst als Erwachsener um den Tod meiner Mutter trauern. Dass dies nicht ungewöhnlich ist, bestätigt Evelyn Williams, eine Therapeutin, die in den USA 13 Jahre lang die Trauergruppen für Studenten an einer Uni geleitet hat. Sie meint, dass wir innerlich wissen, wann der Moment zu trauern gekommen ist. Sie hat Studenten kennengelernt, die als Kind oder Jugendliche Mutter oder Vater verloren haben und jetzt im College ihre Gruppe aufsuchten. Dort konnten sie das erste Mal offen ihren Verlust ansprechen. Nachdem sie äußerlich von ihren Familien getrennt waren, hatten sie die psychische und emotionale Stabilität erlangt, um ihre Trauer zuzulassen. Und das, ohne die Angst, verlassen zu werden oder zusammenzubrechen. Unsere Psyche scheint uns so lange zu schützen, bis wir stark genug sind, den Schmerz auszuhalten. Dann meldet sich eine innere Alarmglocke und fordert uns auf, an die Arbeit zu gehen. Das Erlebnis dieses heftigen Schmerzes hilft uns letzten Endes, den Tod des jeweiligen Elternteils anzunehmen. Kurzfristig scheint es leichter zu sein, sich zurückzuziehen, sich zu isolieren,
aber auf lange Sicht verspricht das keine Bewältigung. Insgesamt ist es wohl so, dass es für jede Person ganz verschiedene Zeitpunkte gibt, an denen sie in der Lage ist, der Trauer Raum zu geben. Klar ist auch, dass die Auseinandersetzung mit der Verlusterfahrung Kraft kostet und mitunter sehr schmerzlich sein kann. Gleichzeitig ist es so, dass der Trauerprozess sehr heilsam ist. Durch die Annahme des Verlustes lässt sich eine neue, wahrhaftige Beziehung zu sich selbst, seinen Mitmenschen und nicht zuletzt zu dem verstorbenen Elternteil finden. Jetzt möchte ich ein paar Punkte nennen, die für den Trauerprozess förderlich sind. Ich meine, es braucht hier die Kunst der kleinen Schritte. Der erste Schritt kann sein, dass ich merke, dass ich zwar den Verlust nicht unmittelbar überwinden kann, dass ich jedoch trotzdem weiterleben kann. Das kann schon einen großen Druck nehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Gefühle. Wie ich bereits erzählt habe, ist es wichtig, dass die Gefühle in Bewegung kommen. Gerade Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Schuld oder Scham sind Gefühle, die wir meist nicht gerne fühlen. Doch gerade bei diesen Gefühlen ist es wichtig, dass wir sie wahrhaben. Und wenn es uns gelingt, diese Gefühle anzunehmen, können wir sie nach und nach auch loslassen. Beziehungsweise sie können sich verwandeln in neue Lebensenergie und in Lebensfreude. Wie schon erwähnt, kann das Schreiben oder das künstlerische Gestalten im Zusammenhang mit der Verlusterfahrung dazu beitragen, dass Gefühle zum Fließen kommen. Es gibt auch gezielte Übungen dazu. Dabei ist es ratsam, dass diese professionell angeleitet werden. Gerade wenn es darum geht, entsprechende Erfahrungen zu visualisieren und sie zu transformieren. Im Trauerprozess geht es nicht zuletzt darum, dem geliebten Toten einen neuen Platz zuzuweisen, beziehungsweise eine neue Verbindung mit ihm zu finden. Ich habe dazu ein sehr schönes Gedicht von Tagore gefunden, das ich jetzt vortragen möchte. Seine Mutter starb, als er 13 Jahre alt war. 4 Jahre später schrieb er dieses Gedicht. Meine tote Mutter, ich fand sie nicht. Doch wenn plötzlich, ohne Grund, in meinen Spielen mir eine feine Melodie im Ohre klingt, ist mir, als ob Mutters Wesen in meinen Spielen schwingt. Mutter sang immer, die Wiege schaukelnd hin und her, zurück blieb nur ihr Lied. Mutter ist nicht mehr. Meine tote Mutter, ich fand sie nicht. Doch wenn frühmorgens im Herbst von Siulihain der Duft der Blumen Taunas im Winde weht dahin, geht mir Mutters Wesen nicht aus dem Sinn. Habe ich damals Mutter nicht mit diesem Blumenkorb gesehen? Darum scheint im Duft der Puja Mutters Duft zu wehen. Meine tote Mutter, ich fand sie nicht. Doch wenn ich im Winkel des Schlafraums sitze und durchs Fenster meine Blicke fern zum blauen Himmel gehen, ist mir, als ob Mutters Augen still und stetig auf mich sehen. Damals, mich auf dem Schoße haltend, blickte sie auf mich. Diesen Blick ließ sie zurück. Erfülle den Himmel aus unendlich. Soweit das Gedicht von Tagore. Als ich mit meinem Trauerprozess an einem guten Punkt war, das heißt, als ich den Verlust angenommen hatte
und eine neue, echte Beziehung zu mir, zu meinem Mitmenschen und zu meiner Mutter gefunden hatte, habe ich einige wesentliche Merkmale der Liebe in verschiedenen Kapiteln aufgeschrieben. Diese Kapitel bringen zum Ausdruck, was im Trauerprozess wesentlich ist und was sich im Trauerprozess ereignen kann, was sozusagen die Frucht des Trauerprozesses sein kann. Ich möchte Ihnen drei von diesen Erkenntnissen, die ich in drei Kapiteln aufgeschrieben habe, weitergeben. Eben, es sind aus den jeweiligen Kapiteln einzelne Abschnitte. Die erste Erkenntnis ist, Liebe ist Eigen- und Nächstenliebe. Was meine ich damit? Durch den Trauerprozess habe ich zu einer neuen Liebe zu mir und zu meinen Mitmenschen gefunden. Für meine Mitmenschen da zu sein, für sie Gutes zu tun, war mir schon bekannt und habe ich ja auch schon gut praktiziert. Auch wenn ich in der Beziehung natürlich auch noch wachsen kann. Wo ich jedoch enormen Nachholbedarf hatte, ist bei der Liebe zu mir selbst. Mich so anzunehmen, wie ich bin und mich selbst wertzuschätzen, das war ein ganz wichtiger Lernprozess. Ein Gedicht, das Charlie Chaplin zugeschrieben wird, finde ich in diesem Zusammenhang sehr passend. Und da der Text etwas lang ist, trage ich Ihnen nur einen Teil davon vor. Er lautet so: Als ich begann, mich selbst zu lieben, erkannte ich, dass Schmerz und emotionales Leid nur Warnzeichen dafür sind, dass ich dabei war, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das ist Authentizität. Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich aufgehört, nach einem anderen Leben zu verlangen und konnte sehen, dass alles, was mich umgab, mich einlud zu wachsen. Heute nenne ich es Reife. Als ich begann, mich selbst zu lieben, habe ich verstanden, dass ich in jeder Lebenslage zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und alles geschieht im absolut richtigen Moment. Also konnte ich ruhig sein. Heute nenne ich es Selbstvertrauen. Als ich begann, mich selbst zu lieben, befreite ich mich von allem, was nicht gut für meine Gesundheit ist, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich hinunterzog und weg von mir selbst. Anfangs nannte ich diese Haltung gesunden Egoismus. Heute weiß ich, es ist Selbstliebe. Als ich begann, mich selbst zu lieben, weigerte ich mich, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für den gegenwärtigen Moment, in dem alles geschieht. Heute lebe ich jeden einzelnen Tag, Tag um Tag, und ich nenne es Erfüllung. Als ich begann, mich selbst zu lieben, da erkannte ich, dass mich mein Verstand durcheinanderbringen und krank machen kann. Aber als ich ihn mit meinem Herzen verband, wurde mein Verstand zu einem wertvollen Verbündeten. Heute nenne ich diese Verbindung Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten oder irgendwelcher Art Probleme mit uns selbst oder anderen zu fürchten. Sogar Sterne kollidieren und aus ihrem Zusammenprall werden neue Welten geboren. Heute weiß ich, das ist Leben. Soweit dieser Text, der wohl zum 70. Geburtstag von Charlie Chaplin vorgetragen wurde. Nun meine zweite Erkenntnis,
die ich Ihnen gerne weitergebe. Liebe ist Vertrauen. Das Vertrauen ist durch eine Verlusterfahrung oft erheblich gestört. Als Kind vertraut man in der Regel uneingeschränkt seinen Eltern. Und dieses Vertrauen kann erheblich erschüttert werden, wenn das Kind den Eindruck hat, verlassen oder verraten worden zu sein. Das Vertrauen in sich, in die Mitmenschen und in das Leben wiederzufinden, ist daher eine ganz wichtige Aufgabe. Auch hier ist es ratsam zu prüfen, inwieweit professionelle Hilfe notwendig ist. Es gibt jedoch auch Übungen, die unmittelbar mildernd bzw. aufbauend helfen können. Zum Beispiel können Atemübungen dazu dienen, das Vertrauen zu stärken. Das bewusste Atmen lässt einem bewusst werden, wie der Atem ohne Anstrengung ein- und ausfließt. Beim Einatmen können wir wahrnehmen, wie wir neue, frische Energie in uns aufnehmen. Beim Ausatmen können wir bewusst Verbrauchtes loslassen. Ein- und Ausatmen ist auch ein wunderbares Beispiel für das Prinzip der Gegenseitigkeit. Uns wird Atemluft geschenkt und wir lassen Atemluft wieder frei. Der Atem lädt uns ein, das Geschenk des Lebens anzunehmen. Wir können die Atemluft dankbar annehmen und alles, was verbraucht ist, loslassen. Ich möchte Sie ermutigen, eine für Sie passende Atemübung oder Atemmeditation zu finden. Wenn Sie dann eine gefunden haben, die für Sie stimmig ist, dann empfehle ich Ihnen, diese jeden Tag über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über 3 Monate lang, zu machen, zu genießen. Und wenn Sie keine passende Atemübung finden, können Sie sich gerne an mich wenden. Eine weitere Erkenntnis, die ich Ihnen gerne weitergebe, ist: Liebe ist Vergebung. Die Vergebung ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier kann sich Entscheidendes lösen. Doch vergeben ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich habe dazu ein eigenes Kapitel dazu geschrieben und ich möchte Ihnen daraus ein paar Punkte weitergeben. Die gute Botschaft, die ich Ihnen da gleich geben kann, ist, dass Vergebung möglich ist. Und sie ist wichtig, und zwar sich selbst zu vergeben und auch allen Menschen, die einem Leid zugefügt haben. Und natürlich ist es auch wichtig, Vergebung anzunehmen. Wenn einem jemand anderes Leid zugefügt hat, dann ist es schon mal gut zu wissen, dass dies meist unbewusst geschieht oder die entsprechende Person, die einem Leid zufügt, ist selbst sehr verletzt worden und daher überfordert. Und diese Erkenntnis erleichtert bereits die große Herausforderung der Vergebung. Und damit Vergeben möglich ist bzw. gelingt, gibt es auch hilfreiche Übungen und es kann notwendig sein, sich dabei professionell helfen zu lassen. Ich möchte Ihnen 2 Strophen von einem Lied weitergeben, das die Schönheit und Wichtigkeit der Vergebung und Versöhnung wunderbar zum Ausdruck bringt. Der Text des Liedes lautet so: Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung,
So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Dies waren jetzt einige Pinselstriche zu der wichtigen Wirklichkeit der Trauer. Wenn Sie sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, empfehle ich Ihnen das Buch von Eva Terhorst mit dem Titel Trauern, wenn Mutter oder Vater stirbt, ich bewahre alles in meinem Herzen. Es kann allerdings schon sein, dass es für die Verarbeitung und Überwindung der Verlusterfahrung eine persönliche Unterstützung braucht. Das kann zum Beispiel Trauerbegleitung oder eine Therapie sein. Eine Therapie ist insbesondere dann sinnvoll bzw. notwendig, wenn Beschwerden wie zum Beispiel psychosomatische Leiden oder Beziehungsstörungen vorliegen. Dafür ist es sehr wichtig, dass Sie die richtige Person finden. Wenn Personen zu mir mit ihren Anliegen kommen, schaut sowohl mein Gegenüber als auch ich, ob wir wirklich erfolgreich miteinander arbeiten können. Ansonsten empfehle ich gerne andere Kolleginnen oder Kollegen. Zum Beispiel kann ich Herrn Professor Dr. Franz Rubbert empfehlen. Er ist einer der führenden Psychotraumatologen Deutschlands und ich habe bereits in der zweiten Episode seine Erkenntnisse und Erfahrungen weitergegeben. Bei meiner Arbeit mit Personen, die ihre Mutter und oder ihren Vater verloren haben, begleite ich die jeweilige Person dahingehend, dass sie selbst entdeckt, wo die Belastungen und Störungen entstanden sind, unter denen sie heute leidet. Oftmals entdeckt die Person dann, dass sie bereits vor dem Tod ihrer Mutter oder ihres Vaters belastende Erfahrungen machte. Insbesondere die Mutter ist vor ihrem Tod meist schon traumatisiert. Diese Belastungen, die die Person bereits im Mutterleib und in den ersten Kindheitsjahren erfahren hat, gilt es zu lösen. Dadurch ist gewährleistet, dass die heutigen Leiden der Person nachhaltig aufgelöst werden. Und das ist dann wirklich jedes Mal ein ganz spannender Prozess und meine Klienten sind dann oft positiv überrascht, wie dann diese Lösung geschieht. Und meine Frau und ich wollen in naher Zukunft noch eine ergänzende Möglichkeit zur Verfügung stellen, die diesen Lösungsprozess unterstützt. Wir sind auf der Suche nach einem Haus, in dem Personen eine gewisse Zeit verbringen können. Dieses Haus will für alle Personen offen sein, die zu sich selbst finden wollen, die ihr ganzes Sein entdecken und leben wollen und die eine Zeit des Friedens und der Gesundung erleben wollen. Meine Frau und ich können in diesem Haus unter anderem für Gespräche und Psychotherapie zur Verfügung stehen. Und in diesem Haus sind dann natürlich Personen, die in ihrer Kindheit oder Jugendzeit ihre Mutter und oder ihren Vater verloren haben, besonders herzlich willkommen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen das Wort Weise näher bringen. Es stammt aus dem Griechischen und heißt dort Orphan. Das Wort Orphan wiederum wurde bereits von den Alchemisten benutzt.
Diese bezeichneten damit einen ungewöhnlichen Edelstein, der sich früher in der Kaiserkrone befand. Ich finde diese Verknüpfung durchaus treffend, denn ich erlebe es bei mir und bei vielen anderen, dass Kinder und Jugendliche, die in ihrer Kindheit oder Jugendzeit ihre Mutter oder ihren Vater verloren haben, sich als etwas Besonderes fühlen. Sie merken, dass sie anders sind. Sie einzigartig auch sind. Und das sehe ich als durchwegs positiv. Und auf das können halbweise und weise allen Menschen aufmerksam machen. Du bist einzigartig. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass halbweise und weise in der Regel darin wachsen können, in der Erkenntnis und in der Erfahrung, dass wir mit allen Menschen verbunden sind, dass wir eins sind. Und es gibt ein Wort, das die beiden Seiten der Medaille zusammenfasst. Das Wort lautet einander. Und der erste Teil des Wortes einander deutet darauf hin, dass wir eins sind, dass alle Menschen miteinander verbunden sind. Und der zweite Teil des Wortes deutet darauf hin, dass jede Person anders ist, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und nach meiner persönlichen Erfahrung und aufgrund meiner Erfahrung in der Begleitung und Therapie von vielen Menschen ist das Bewusstsein, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass wir gleichzeitig alle miteinander verbunden sind, eine wesentliche Voraussetzung für ein harmonisches und erfülltes Leben. Und je mehr es uns gelingt, in diesem Sinne einander zu lieben, desto mehr ist ein Leben in Fülle möglich. Und genau das wünsche ich Ihnen. Ein Leben in Fülle. Ich hoffe, ich kann durch diese Sendungen ein wenig dazu beitragen. Und wenn Sie mehr von mir bzw. von meiner Arbeit erfahren wollen, können Sie mich gerne kontaktieren. Sie finden meine Kontaktdaten auf meiner Homepage Praxis Lieberle. Zu mir kommen auch viele Leute, die 300, 400 oder noch mehr Kilometer entfernt wohnen. Diese Personen bleiben dann gerne mehrere Tage hier und können neben den Sitzungen die schöne Landschaft hier am Chiemsee genießen und sich erholen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar persönliche Worte an die Menschen richten, die gerade um einen lieben Menschen trauern. Ich wünsche Ihnen in traurigen Momenten ein tröstendes Wort und eine aufmunternde Geste. Ich wünsche Ihnen in den Momenten, in denen Sie Wut spüren, einen guten Weg, diese Wut fließen zu lassen. So kann sie gehen und sich verwandeln. Ich wünsche Ihnen in den Momenten, in denen Sie sich hoffnungslos und ohnmächtig fühlen, neuen Mut und die Zuversicht, dass die Liebe größer ist als der Tod. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um inneren Frieden zu finden und um sich zu öffnen für das Leben. Und wenn ich Ihnen dabei helfen kann, dann wünsche ich Ihnen den Mut, damit Sie sich mit mir in Verbindung setzen. So bleibe ich mit Ihnen verbunden in dem Bewusstsein, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass die Liebe niemals aufhört. Sie hörten "Aus Wunden können Wunder werden" von und mit Michael Lieberle.